Ja, also ich bin Andrea May, die Limes-Fachberaterin vom Bezirk Mittelfranken, von der Bezirksheimatpflege, und wir sind heute mit unserem Limes-Express der Wanderausstellung hier im Museum in Neustadt-Aisch zu Gast. Der Limes ist ein Welterbe, das einzige Welterbe, das wir in Mittelfranken haben, und es ist wichtig, das auch mal über die Grenzen hinaus, also über die Limes-Gemeinden hinaus, bekannter zu machen. Es lohnt sich, die Ausstellung anzugucken, weil man die Grundinformationen über das Welterbe, über den Limes und seine Anlagen bekommt und man gleichzeitig nicht nur lesen muss, sondern auch viel ausprobieren kann. Also besonders schön finde ich meine Tafel mit der Resteverwertung, wo mal echte Tierknochen hängen und man auch sieht, was man Schönes aus Knochen machen konnte. Also wir dürfen Gott sei Dank alle 2 Jahre eine Wanderausstellung für den Bezirk konzipieren, und da war schon länger die Idee, einen Limes-Express zu machen, also eine Ausstellung zum Welterbe. Und ich hatte glücklicherweise einen Kollegen, der mir geholfen hat. Der hat mir bei der Konzeption geholfen, und ja, von dem her haben alle Archäologen in Mittelfranken zusammengeholfen, und das war ein schönes Projekt, das auch relativ reibungslos gelaufen ist. Ja, ich lade Sie recht herzlich ein, diese Ausstellung hier zu besuchen. Sie ist von morgen, dem 3. August, bis zum 16. September hier zu bewundern. Also ich glaube, die Ausstellung gehört zu den erfolgreichsten Wanderausstellungen des Bezirks überhaupt, beschreibt die Geschichte und die Hintergründe zum Limes insgesamt. Und da sind wir schon stolz drauf, dass unser Limes als Teil des Weltkulturerbes Bestandteil ist. Kommen Sie gerne zu dieser Wanderausstellung, lernen Sie Neues über den Limes und damit über wirklich historisch Bedeutsames.